Ich glaube, heute wird ein absolut tortenstarker Tag. Hier, bitteschön. Ich habe keine Erdbeerscones bestellt. Ich habe Erdbeertörtchen bestellt. Schau an. Da ist ja das plumpe Bärenteigtörtchen. Entschuldige, Schnurschön. Nun, wer hat also meine Scones? Wegen Reparatur geschlossen. Ja, gut, dann laufen wir nach Hause. Ach, komm schon! Hey, hey, da ist ja meine Lieblingsnichte und Mitbewohnerin. Wie war dein Tag? Gut, toll. Was für ein Tag. Ist irgendetwas Aufregendes passiert? Nein! Emily, hattest du einen schlechten Tag? Was? Ich? Einen schlechten Tag? Ich bitte dich. Ich bin eine, der Mixer ist halb voll Beere. Ich sehe immer die gute Seite und heute war es einfach nur... Es war... Es ist völlig okay, einen schlechten Tag zu haben. Es war furchtbar! Aber ich bin Emily Erdbeer. Ich bin süß, ich bin optimistisch. Ich kann keinen schlechten Tag haben. So bin ich einfach nicht. Hör mal, jede Beere hat mal einen schlechten Tag. Das ist völlig in Ordnung, Schätzchen. Klingt, als hättest du den schlechten Tag Blues. Schlechter Tag Blues? Manchmal läuft alles schief, gar nichts will gelingen. Dann kannst du nicht viel tun, du fühlst dich leider nur noch schlimm. So akzeptier es, ich sag dir, es ist wahr. Es ist okay, sich schlecht zu fühlen, dann hast du eben den schlechten Tag Blues. Tante Pauline, ich glaube nicht, man kann da nicht viel tun, nur ab und zu und durch. Es wird dann bald besser, auf jeden Fall. Okay. Bereite dir was Leckeres zu. Decke, mach's dir nett. Okay. Mach einfach kleine Dinge und es wird langsam besser, ja, du wirst schon sehen. Komm einfach und gönn dir etwas, das du magst. Nun bist du dran, so wird's gemacht. Es ist okay, nicht okay zu sein, denn es geht hier um den schlechten Tag Blues. Du hast den schlechten Tag Blues. Sag dir, es ist wahr. Man kann da nicht viel tun, nur abends und durch. Es wird dann bald besser, auf jeden Fall. Eine schöne Massage, ein Schaumbad, deine Lieblingssendung, die wirklich lustig ist. Was du dir aussuchst, es ist ganz egal, solange es dir hilft mit dem schlechten Tag. Solange es mir hilft mit dem schlechten Tag. Es wird dann bald besser, das sage ich dir. Okay, wie fühlst du dich? Naja, immer noch nicht toll. Aber ich denke, es ist in Ordnung, sich ab und zu nicht toll zu fühlen. Ganz genau. Die schlechten Tage erinnern einen nur daran, wie toll die guten Tage sind. Solange wir den schlechten Tag genießen. Wir haben immer noch Eiscreme im Gefrierschrank. Oh, ich bin dir weit voraus, nicht mein erster schlechter Tag, das sage ich dir. Weißt du, der schlechte Tag Blues schmeckt ziemlich gut. Bärenschön. Oh, wir lieben Schokocroissants. Brot und Limone machen einen wöchentlichen Modebrunch, um sich über ihre gemeinsame Liebe zu allen Dingen der Mode auszutauschen. Sie denken so ähnlich, dass sie sogar die gleichen Dinge sagen. Es ist entzückend. So trendy, so schick. Großartig. Und ein bisschen gruselig. Limone, schau! Vanity Burner trägt die Weste deines Vaters auf dem Cover! Sie trägt auch Papas Weste. Aber sie ist kürzer, ärmellos. Sie hat sie verändert? Oh, wir müssen diese Vision des Stils kennenlernen. Hi, ich bin Limone, das ist Brot. Crêpe, Crêpe Suzette, enchanté. Ist das eine Flocke Chiffon-Weste? Oui, ich liebe das Schnittmuster. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe einige Änderungen vorgenommen.
Ich bin eine angehende Modedesignerin. Brot und ich lieben auch Mode. Wir haben sogar einen Mode-Brunch. Du kannst mitmachen, wenn du willst. Mode und Brunch? Oh, sehr gerne. Oui. Toll, aber nicht jetzt. Später, ein später Brunch. In etwa einer Stunde. Also Mittag? Ja. Dann hab ich noch Zeit, inspirierende Fotos zu machen. Wir sehen uns in einer Stunde. Aber unser Brunch ist jetzt. Wieso? Du hast sie gesehen. Wir sind nicht trendy genug. Wir brauchen ein besseres Setup, coolere Outfits, schickeres Essen. Keine Schoko-Croissants. Wir brauchen Avantgarde. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Schau es nach. Komm, Limone. Wir haben nicht viel Zeit. Avantgarde. Oh. Wir brauchen einen Look, der den Puls der Zeit trifft. Hallo, Süßer. Brunch im Freien ist viel besser. Aber das ist exklusiv. Mit VIP-Vibes. Meinst du, Zilli eignet sich als Türsteher? Sie ist ziemlich furchterregend. Hat hier jemand Avantgarde gesagt? Ah! Oh! Schrecklich. Das ist perfekt. Du siehst nicht sehr begeistert aus. Ich mochte unseren Modebrunch so, wie er war. Aber Brot will Crepe unbedingt beeindrucken. Weißt du, was du tun solltest, um Crepe zu beeindrucken? Was? Gar nichts. Du bist ziemlich beeindruckend, genauso wie du bist. Brot, also wegen des Brunchs. Crepe! Willkommen zu unserem Modebrunch. Er ist au courant, er ist au mode, er ist... Also, das habe ich nicht erwartet. Magst du es nicht? Was zählt ist, ob es dir gefällt. Brot und ich probieren ständig neue Ideen aus, aber wir sind uns beide einig, dass das einfach nicht unser Vibe ist. Oh, mon Dieu. Du hast keine Ahnung, wie oft Bären versuchen, mich zu beeindrucken, indem sie vorgeben, avantgardistisch zu sein. Oh, was du nicht sagst. Was für eine Beere würde denn sowas tun? Wollen wir draußen brunchen? Oh, ich dachte schon, ihr wollt hier drinnen brunchen. Ich habe Schokocroissants. Wir lieben Schokocroissants. Wirklich schön. Oh, immer noch entzückend. Sacre bleu! Der Look ist furchtbar! Und immer noch etwas gruselig. Ist es gleich fertig? Fertig? Ist es fertig? Wahnsinn! Die einzige Beere, die mehr an Sillys Erfindung interessiert ist als Silly, ist Orangella. Wie wäre es mit einem Jetpack? Ich habe eine Alternative. Hi, Plum. Was gibt's? Ich bin hierher gekommen, um euch mitzuteilen, dass das Wissenschaftliche Museum der Apfelgroßstadt heute einen Erfinderwettbewerb im Park veranstaltet. Und ich denke, dass Silly eine perfekte Kandidatin ist. Ach, Wettbewerbe sind nicht mein Ding. Aber sie sind mein Ding. Und Erfinden ist dein Ding. Das könnte ein perfektes Unser-Ding sein. Bitte. Es könnte so toll sein. Könnte sein? Wir sind dabei. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was für ein Ding du dir ausdenkst. Wir werden das Ding gewinnen. Yay. Ich frag mich, wer eure Konkurrenz ist. Limette und Citrus. Limone. Limette. Zilli. Citrus. Ich finde, die beste Beere soll gewinnen, aber das verschafft uns einen Vorteil. Zilli ist die beste Erfinderin, die ich kenne. Ha! Dann kennst du wohl nicht viele Erfinderinnen. Komm schon, Zilli. Willkommen! Willkommen, ihr alle! Jedes Team hat die Aufgabe, etwas zu erfinden, das jedem Bäcker hilft, der Bärenbeste zu sein. Tüftler, seid ihr bereit? Dann kann es losgehen. Sieht wie ein Roboter aus. Den könnten wir überbieten. Sie sind schnell. Beeil dich. Mach schneller. Zange. Oh. Ja,
war. Sie klatschen ab! Warum klatschen Sie ab? Wir brauchen was, weswegen wir auch abklatschen können. Komm schon! Nein, wir dürfen einfach nicht verlieren. Wir müssen sofort... Wir müssen gar nichts! Ich bin raus! Also... Was sollte das denn? Wir hatten Spaß beim Wettbewerb und dann ist Silly einfach abgehauen. Du hattest Spaß beim Wettbewerb. Vielleicht ist es nicht Sillys Ding. Manchmal vergesse ich, dass nicht alle Bären den Wettbewerb so sehr lieben, wie ich es tue. Du hast nicht wirklich Spaß, oder? Erfinden macht Spaß. Dein Druck zu gewinnen, nicht so sehr. Ich war zu verbissen. Es tut mir leid. Ich liebe es zu gewinnen. Aber noch mehr liebe ich es, mit meiner fantastischen Erfinderfreundin Spaß zu haben. Wenn du Spaß haben willst, dann habe ich eine Idee. Ich präsentiere den Backromatik. Köstlich fluffig. Als nächstes Zilli Zitron und Orangella Obstblüte. Ein Jetpack. Ein Jetpack? Was hat das denn mit Backen zu tun? Euer Roboter kann nur einen Muffin zur Zeit servieren. Aber mit diesem Jetpack kann man seine Backwaren mit jedem teilen. Sehr hilfreich für einen kulinarischen Liebhaber wie mich. Im Namen des Wissenschaftsmuseums erkläre ich... Zilli Zitron und Orangella Obstblüte zu unseren Gewinnern. Also das ist... Wahnsinn! Immer noch Wahnsinn! Immer noch Wahnsinn! Wir brauchen keine Saftpressen mehr, Silly. Aber die sind besser, Limone. Schau! Das kriege ich hin. Silly und Limone sind so verschieden. Warum teilen sie sich überhaupt einen Wagen? Sie haben sich nicht immer einen Wagen geteilt. Oh, Rückblickzeit. Gehen wir weit, weit zurück. Kurz bevor Emily zu den Backstuben kam. Moment, Moment mal. Das ist kurz bevor ich hierher kam? Hatten Silly und Limone unterschiedliche Wagen und Partner. Limone arbeitete im Rund-um-die-Uhr-Limone-Wagen mit Limette. Was glaubst du, was du da tust? Limonen stapeln? Die größten Limonen müssen nach unten, die kleinsten nach oben, die weniger reifen nach rechts, die reiferen nach links. Das ist chaotisch! Wir müssen schließen, bis das behoben ist! Oh. Und Silly arbeitete am Zitronenwagen mit Zitrus. Super Buttertoffee! Ich hab's geschafft! Der Luftkissenwagen 800! Nicht schlecht! Aber wie hilft das Schweben, mehr Limonade zu verkaufen? Wen kümmert's? Wenn man einen Luftkissenwagen baut, dann macht man es mit Stil! Dieses Ding ist Wahnsinn! Wahnsinn? Bist du sicher, dass das kurz vor meiner Ankunft war? Ja! Psst! Das ist der gute Teil? Eine kalte, faire Limonade, bitte. Das ist der Rund-um-die-Uhr-Limone-Wagen. Eine Limonade mit einem Hauch von Limone. Vielleicht schmeckt Ihnen unsere Limonade, die... Wir bedienen nur Limonenliebhaber. Sie können Ihr Getränk ohne Limone auch woanders bekommen. Guten Tag, der Herr. Aber Limette... Ich sagte, guten Tag. Wow, Hammerschlitten. Eine Limonade. Wie wäre es mit einem Limonadenstrahl? Was hattest du da an? Emily, ich sah gut aus. Und jetzt pssst. Guter Strahl. Wow, du hast den Typen total weggestrahlt. Aber vielleicht etwas weniger heftig? Von wegen! Meine Genialität wird hier völlig missachtet. Ich bin raus. Ich kann nicht ohne Regeln arbeiten. Das ist chaotisch. Ich höre auf. Wow. Heftig. Diese Bären brauchen einen besseren Geschäftsplan. Oh, das Universum hat mich gerade auf eine Wahnsinnsidee gebracht. Ich weiß nicht. Ich mag nicht so viele Regeln.
Also, ich wäre mit ein paar weniger Regeln einverstanden, aber ich will Getränke verkaufen und keine Kunden wegstrahlen, weißt du? Ich auch. Ich möchte den Wagen verbessern. Aber es bringt doch nichts, wenn keine Beere irgendwas kauft. Sie haben sich zusammengetan und sind das perfekte Team geworden, das du heute kennst. Warum explodiert hier immer alles? Warte es ab. Ich wollte nicht, dass er explodiert. Ich wollte nur den Wagen verbessern. Ich weiß. Und natürlich wäre eine bessere Saftpresse auch effizienter. Kannst du sie weniger explosiv machen? Ja! Du bist die beste, Limone. Du auch, Silly. Ohne dich könnte ich unseren Wagen nicht betreiben. Was macht ihr denn da? Wenn du verloren bist, such Silly und du wirst sie finden, immer und immer wieder. Silly und Limone? Warum bist du so schräg? Nach und nach Kristallzucker hinzufügen und steif schlagen, bis sich kleine Spitzen bilden. Makronen. Bekanntermaßen schwer zu machen. Aber schaut euch diese süßen Plätzchen an. Wie schwer kann das sein, hä? Schwer. Furchtbar schwer. Ja! Es gibt nichts, was ich nicht backen kann, wenn mein Glückslöffel mir hilft. Ich hab es. Ich hab es. Ich hab Makronen erschaffen. Hallo, Freunde. Probiert meine perfekte Kreation. Nein! Warum habe ich nur Pech? Warum gelingen sie nicht? Ist der Glückslöffel kaputt? Oder vielleicht verflucht? Emily, es ist nicht der Löffel, der dich ausmacht. Das löst mein Problem nicht. Ich weiß. Du kannst den Bann brechen. Du musst nur eines tun. Und das wäre was, bitteschön? Frag deinen Löffel. Steig in dein inneres Kuchiversum hinab. Wenn dein Löffel dann zu dir spricht, hör zu. Augen zu. Ganz entspannt. Hör auf meine Stimme. Stell dir eine Treppe vor. Tief einatmen. Steig die Treppe hinab. Am Ende ist eine Tür. Nein, hier ist keine... Okay, hier ist sie. Öffne die Tür und du betrittst dein inneres Kuchiversum. Wow. Das ist der absolute Wahnsinn. Finde den Löffel im Stein. Schön, dass du da bist, Emily Erdbeer. Hi. Stell deine Frage. Warum kann ich keine Makronen? Bin ich zu schlecht? Bist du verflucht oder sollte ich lieber... Stopp, ganz ruhig. Wie lange muss man den Kuchenteig rühren? Was? Kommt drauf an. Was für ein Kuchen? Welche Zutaten? Willst du ihn locker oder fest? Jeder Kuchen ist anders. So ist es. Ist das dein Ernst? Das ist alles? Mehr brauchst du nicht. Also, wie lange muss man den Kuchenteig umrühren? Keine Ahnung. Es dauert so lange, wie es dauert. Was? Willkommen zurück. Es dauert so lange, wie es dauert? Es dauert so lange, wie es dauert. Und das hat ihr Löffel gesagt? Ja, klar. Emily, du hast es wieder nicht geschafft. Ist der Löffel noch verflucht? Oh, nein, nein, nein. Ich weiß jetzt, ich bin eine Glücksbeere mit Glückslöffel dazu. Obwohl ich schon ziemlich gut backen kann, lerne ich jeden Tag etwas Neues. Manche Kuchen sind einfach, manche Rezepte sind schwer. Und auch die kriege ich noch hin. Wie mein Löffel gesagt hat, es dauert nur so lange, solange es dauert. Fertig?
Nächster Versuch. Was ist die wichtigste Zutat? Immer ein Löffelchen Spaß. Chinois la Crème sagt, der neue rote Samt-Brownie von Emily Erdbeer ist zum Umfallen lecker. Sie mag mich. Sie mag mich wirklich. Ich möchte mich bei Schnurrschön, meinen liebsten Bären und natürlich bei meinem Glückslöffel bedanken, der mit mir immer durch dicken und dünnen Teig gegangen ist. Ja! Danke. Wieder eine glänzende Bewertung. Wenn du nicht aufpasst, werden deine liebsten Bären vielleicht eifersüchtig. Das wird nie passieren. Das habe ich auch gedacht. Damals, als ich noch meine Gruppe von Backfreunden hatte. Doch jetzt gibt's nur mich. Ganz allein. Onkel T, ich brauche... Nicht jetzt! Ist das der Glückslöffel, von dem ich schon so viel gehört habe? Ich würde ihn im Auge behalten. Man weiß nie, wer einen verraten wird. Ich bin mir 1000%ig sicher, dass der Tortenmann versuchen wird, meinen Löffel zu stehlen. Könnte es noch offensichtlicher sein. Okay, Tortenmann, gib mir meinen... Huh? Hallo, Nachbarin. Ich lese gerade die Nachrichten des Tages. Hm. Aha. Honey, was machst du mit meinem Löffel? Oh, ich habe ihn gar nicht gesehen. Vielleicht war er einsam und kam, um meinen Eislöffel zu sehen. Vielleicht sind sie verliebt. Oh, sieh nur sie löffeln. Okay. Tschüss, Bonnie. Tschüss. Tortenmann! Ja, ja. Oh, ah, warte mal kurz. Ja? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber hat einer von euch meinen Löffel genommen? Warum sollten wir deinen Löffel nehmen, wenn wir den Mega-Rührer haben? Er ist immer noch ein Prototyp. Im Ernst? Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Es muss der Tortenmann sein, aber er ist da oben. Der Löffel ist hier unten. Meine Freunde sind hier unten, aber sie wollen den Löffel nicht. Er will den Löffel. Er hat mich gewarnt, dass sie den Löffel wollen würden, aber der Tortenmann will den Löffel. Und überhaupt, wer schneidet sich mitten auf dem Platz die Zehennägel? Nein, keine Probleme hier. Ich sitze nur rum und starre auf meinen Löffel. Dahinter steckst. Du lässt diese Krähe meinen Löffel stehlen und gibst dann meinen Freunden die Schuld. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe diese Krähe in meinem Leben nie gesehen. Ihr Liebsten verdient ein besonderes Leckerli. Kommt mit. Du hattest keine einzige Aufgabe, Vogelgehirn. Aber nein, der Einzige, der hier lila und zuverlässig ist, bin ich. Er gibt allen anderen die Schuld für alles. Tiere zu haben, ist das Bärenbeste. Cracker? Die Arbeit im Rathaus war brutal. Ich fühle mich genauso geschlagen wie der Bürgermeister in seinen Umfragen. Oh, die Backstuben wurden gestürmt. Ich fühle mich genauso frittiert wie die Krapfen, die ich verkauft habe. Gute Nacht! Eine Grille. Okay, einfach ignorieren. Ist das eine Grille? Ja. Wie ist sie an meinem Ultraschallkäferabwehrfeld vorbeigekommen? Ich habe eine Menge Geld für die Installation von dem Ding bezahlt. Nichts sollte hier drin überleben. Außer uns. Wow, ich wusste nicht, dass Tante Praline so Angst vor Insekten hat. Also deswegen bin ich vom Erdballland weggezogen. Nein! Oh, wo ist sie? Wo könnte
könnte sie sich verstecken. Sch, 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 sch. Hör mal. Wohnzimmer! Aketa Domesticus, die Hausgrille, ist ein Nur das Fernsehen. Entschuldigung, David Attenbeere. Wo ist das Biest? Biest? Die kleine Grille? Wo ist sie? Wo bist du? Ich finde, Tante Praline übertreibt's ein wenig. Der Luftschacht! Komm schon! Nicht ein wenig, eine Menge, extrem viel übertrieben! Tante Praline, sie zirpt viel, das nervt. Total, aber ich habe gerade... Oh! Sie verhöhnt uns! Wir werden sie besiegen! Mach dir mal keine Sorgen, Emily! Keine Sorge! Ja, um die Grille mache ich mir keine Sorgen. Sie hat uns angelockt und das mit Absicht getan! Mit Absicht? Es ist eine Grille! Wir sitzen in der Falle. Entweder die Grille oder wir. Wir haben nur noch eine Möglichkeit. Ein atomarer Schädlingsvernichter! Timer einstellen, minimalen Sicherheitsabstand einhalten, explodiert bei Kontakt, nicht einatmen, kann tödlich sein. Oh, frischer Tropenduft. Ich will nur die Grille hier raus haben, das ist ein bisschen extrem. Sie lässt uns keine Wahl. Jetzt warten wir. Ich kann nicht zulassen, dass Herr Zirpfiel ausradiert wird. Ich muss ihn retten. Nein! Emily, meine einzige Nichte! Nein! Nein! Oh, und wie ist Ihre Nacht so? Oh, Sie sind so süß. Vernichtung in 30 Sekunden. Heute wird keiner vernichtet! 5, 4, 3, 2, 1. Das war sehr knapp. Oh, da bist du ja. Du schuldest mir was, Herr Zirpfiel. Und jetzt geh, mein Kleiner. Sei frei. Und zirpe irgendwo weit, weit weg. Tschüss. Wo ist sie? Der große, böse Käfer ist weg. Kein Zirpen mehr. Jetzt wird dir kein Insekt mehr wehtun, Tante Praline. Okay, vielleicht wurde es kurzzeitig ein bisschen verrückt, aber hey, wir haben es geschafft und können uns endlich etwas ausruhen. Gute Nacht. Nacht, Tante Praline. Seit wann hat die Apfelgroßstadt einen Hahn? Oh. Trostlos. Aber mit meinem lila Tortenlager? Ha? Ha? Oh. Eine Aufgabe von Tante Praline als Stadtplanerin ist, Vorschläge für neue Projekte zu genehmigen. Sogar sonderbare Lila-Vorschläge. Ich tue der Stadt einen Gefallen und verwandle diesen unansehnlichen, schrecklichen Schandfleck in etwas herrlich Nützliches. Dieser Schandfleck ist mein kleiner grüner Garten. Dieser Tortenmann hat kein Recht, ihn abzureißen. Wer ist auf meiner Seite? Was? Einen Garten abreißen? Oh, niemand wird diesen Haufen Unkraut vermissen. Ich brauche nur noch die Zustimmung der couragierten Assistentin des Bürgermeisters. Ich bin die Stadtplanerin des Bürgermeisters und ich brauche das Wochenende. Wir werden uns sicher einig. Was für ein grauenhafter Mann. Schluss mit den Lügen! Hallo! Hallo, du da! Ich bin Emily Erdbeer. Granola Knusper. Ich bin die Chefgärtnerin des kleinen grünen Gartens. Naja. Die einzige Gärtnerin. Bis morgen, wenn der Tortenmann ihn abreißt. Es sei denn... Tante Praline, kann Granola irgendetwas tun, damit der lila Tortenmann den Garten nicht abreißt? Ja, kann sie. Wenn es Granola gelingt, zu beweisen, dass ihr Garten der Gemeinschaft einen Dienst erweist, kann ich den Bau stoppen. Aber sie hat nur das Wochenende. Oh, ich muss los. Viel Glück. Hey, Granola! Hast du Lust, uns deinen Garten zu zeigen? Ja, aber sicher. Ihr werdet nur einen Blick auf meinen Garten werfen und... Und laufen so schnell wir können in die andere Richtung. Er hat Potenzial. Sind alle bereit, diesen Garten in Form zu bringen? Klar, ja. Sind wir bereit. Laub und Gras werden kompostiert. Ich mach das. Huh?
Hopp. Wow, 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 wow. Nur energieeffiziente Geräte. Weißt du was? Ich mach das. Nur trockenheitsresistente Früchte. Keine Sorge. Ich glaube, ich sehe, wo das Problem hier liegt. Granola, Granola, Granola! Ich sehe, wie, leidenschaftlich du dich für den Garten einsetzt. Wenn er der Gemeinschaft einen Dienst erweisen soll, solltest du die Gemeinschaft vielleicht auch einbeziehen. Aber ich möchte einfach, dass hier alles richtig gemacht wird. Also, alles, was ich übers Backen weiß, musste mir jemand beibringen. Du kennst dich hier aus. Vielleicht kannst du es den Bären zeigen, anstatt alles alleine zu machen. Ich kann es nicht glauben. Die Zusammenarbeit von allen hat den kleinen grünen Garten unglaublich gemacht. Oh, ich liebe den Geruch von Tränen und Abriss am Morgen. Was ist das? Das ist der ganz neue kleine grüne Gemeinschaftsgarten. Runter von meinem Grundstück! Übrigens, ich habe soeben mit dem Bürgermeister telefoniert. Wenn man sieht, wie die Gemeinde so zusammenkommt, ist es klar, dass der Garten einen unverzichtbaren Dienst leistet. Ich fürchte, sie müssen sich einen anderen Platz für ihr Tortenlager suchen, das war's doch, oder? Ja, wir werden uns sicher einig, richtig? Wie war Ihr Name nochmal? Was ich will? Ein Firmengebäude mit meinem Gesicht drauf, um Tiefkühltorten zu lagern! Wann ich es will? Sofort! Willkommen in der violetten Konditorei. Die Torten, die Sie lieben, an einem brandneuen Ort. Unsere aktuelle Wartezeit beträgt eine Stunde. Wenn Sie nicht warten möchten, besuchen Sie die außergewöhnliche Beere. Oh. Da geht's nämlich ganz schnell. Emily, wir lieben die übrig gebliebenen Leckereien. Aber wir sind voll. Ich verstehe das nicht. Warum sind alle so besessen von den lila Tiefkühltorten, die sie schon 100-mal gegessen haben? Liegt's an mir vielleicht? Bin ich nicht die Bäckerin, die ich zu sein glaube? Komm schon, Emily. Ein Bäcker muss an sich selbst glauben. Das sagt Jonas Quincy in seinem Tagebuch. Ich wusste nicht, dass du seine alten Tagebücher liest. Ja, er war so ein Spinner. Er hat seine Geheimrezepte super gut versteckt. Er hat sogar Fallen aufgestellt, um sie zu beschützen. Wenn es Fallen gäbe, würde ich sie finden. Unbefugter Bäcker, der hinter meinem erhabenen Schatz her ist. Bestehe meinen Muffin-Test oder sei für alle Zeiten gefangen. Jonas Quincy? Du hast 3 Chancen, also musst du clever sein. Aber wenn du versagst, wirst du für alle Zeiten eingesperrt. Emily, sag, was wir tun sollen. Ich? Woher soll ich das wissen? Alle Bären, Ruhe! Lasst uns nachdenken. Jonas Quincy war eine Geschäftsbeere. Stimmt's, Limone? Eine kluge Geschäftsbeere verschwendet keine Zutaten. Sie würde es einfach machen. Stellen wir diese Schüssel auf die Waage und schütten wir Mehl hinein, bis die Schüssel nach unten geht. Ganz einfach. Nummer 1, aber du hast es noch nicht geschafft. Meine Güte! Hey! Du hast gesagt, Jonas Quincy war auch ein Erfinder. Stimmt's, Simone? Nun, ich lasse mich nicht von einem Schickimicki mit Zylinder besiegen. Diese böse Beere, die uns hier einsperrt, bekommt das hier. Nummer 2. Aber du hast es noch immer nicht geschafft. Ja, also, wir sind verloren. Wartet. Vor allem war Jonas Quincy doch ein Bäcker, richtig, Limone? Das heißt, dass es Emilys Aufgabe ist. Ich weiß nicht, ob ich die Bäckerin bin, die ich dachte zu sein. Das Universum gibt uns Talente, damit wir sie nutzen können. Du bist eine Bäckerin. Du hast recht. Jonas Quincy sagte, es sei ein Muffin-Test. Also fangen wir an zu backen. Yeah.
Moment, Moment. Eine letzte Sache noch. Nummer 3. Und ihr seid frei. Oh, der Kristallmuffin. Die Legende besagt, dass der Kristallmuffin der Schlüssel zu Jonas Quincys Rezepten war. Schaut! Jonas Quincys Rezepte! Ich glaube, ich habe meine Lösung für den lila Kuchenmann gefunden. Kommen Sie und probieren Sie den klassischen Apfelkompott-Muffin nach einem geheimen Rezept von Jonas Quincy! Hey Kumpel, bist du in der Schlange? Wir feiern eine Pyjama-Party. Das wird die beste Pyjama-Party, auf der ich jemals war. Eigentlich ist es die einzige Pyjama-Party, auf der ich je war. Ich habe salzig-süßen Snackmix vorbereitet und ich bin ja schon so gespannt auf... Was macht man bei einer Pyjama-Party? Vorlesen. Es könnte spannend werden. Ah! Horrorfilm-Marathon! Oh, das Thema des heutigen Abends ist Entspannung. Naschen! Wenn ihr mich fragt, ich liebe Teepartys. Très chic, wie die Französinnen sagen würden. Es wird perfekt sein. Aber Elsa von Knödel wollte nichts mit dem Grafen Petersil zu tun haben. Ich versuche, den Film hier zu sehen. Rein durch die Nase. Aus durch den Mund. Silly, bleib stehen, Silly! Was für ein Riesenchaos. Auf der einen Seite freue ich mich über unsere gemeinsame Pyjama-Party. Apropos Seite, wenn wir alle mal auf Seite 394 schauen... Apropos Party, wie wäre es mit einer richtigen Teeparty? Horrorfilm-Marathon! Entspannungsmeditation! Entschuldigung. Okay, passt auf, ich habe eine Idee. Wir wechseln uns ab. Jede Beere darf abwechselnd bestimmen, was wir tun. Und wenn der Backwecker klingelt, kommt die nächste dran. Und so bekommen alle ihre Lieblings-Pyjama-Party. Aha, ja. Wenn also dieser Himbeerschein noch etwas länger zieht, dann schmeckt er... Ach, egal. Langweiler. Wir atmen entspannt weiter und fühlen dabei die Ruhe. Bleib doch mal entspannt! Elsa von Knödels Hand streifte die des Grafen Petersil und sie wusste endlich das. Was hat sie gewusst? Tada! Ich wollte eine schöne Pyjama-Party machen und jetzt ist alles doof. Gib her! Rauche ich! Diese ganze Pyjama-Party ist eine einzige Katastrophe! Nicht alles. Emilys Spezialsnack-Mix schmeckt großartig. Oh, danke, Orangella. Es ist eine Mischung aus süßen und salzigen Dingen, die eigentlich nicht zueinander passen, aber wenn man sie kombiniert... Heilige Donuts! Ich hab's! So rette ich meine Pyjama-Party! Wow, die Filmversion ist sogar noch spannender als das Buch. Ich find's auch richtig gut. Dabei ist es fast gar nicht gruselig. Hier, bitteschön. Super Idee, Emily. Unsere verschiedenen Geschmäcker in einem großen Mix kombiniert macht die perfekte Pyjama-Party. Wie bei einem guten Rezept kommt es darauf an, wie man die Zutaten miteinander vermischt, damit es allen schmeckt. Und das ist das perfekte Pyjama-Party-Rezept. Oh. Bonnie, meine Güte, wie sieht's hier denn aus? Pocella ist das größte Musikfestival der Apfelgroßstadt. Also hat Bonnie mir angeboten, mein Foodtruck-Platzierungsguru zu sein, um mir zu helfen, den perfekten Platz für den außergewöhnlichen Erdbeerschlager zu finden.
Hier beginnt deine Reise. Das ist das Licht in der Dunkelheit. Das was? Riechst du das? Die Geruchsspiration setzt ein. Ich muss meiner Nase folgen. Viel Spaß! Das Licht in der Dunkelheit? Das Licht in der Dunkelheit, ja! Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist der perfekte Platz. Turbo Boost! Limette und Zitrus, richtig? Ich bin Emily Erdbeer. Wir kennen viele gemeinsame Beeren. Also, ihr habt mich da wahrscheinlich nicht gesehen. Kein Problem, alles gut. Aber eigentlich habe ich hier zuerst geparkt, also... Die Pocella-Parkgenehmigung, die du sicher auch hast, besagt, dass jeder zu jeder Zeit überall parken kann. Und jederzeit ist jetzt. Und irgendwo ist hier. Vielleicht gibt es ein anderes Irgendwo, das den Bären nicht völlig die Sicht auf meinen Truck versperrt. Dieser Längen- und Breitengrad gibt uns den genauen Standort für eine optimale Performance an. Und diese Stelle ist groß genug für meinen ultimativen Turbo-Turbo-Boost. Ich hab gesagt, nur ein Turbo-Boost. Komm schon, gib mir das Ding. Ja? Ach, nur ein kleiner Ausrutscher. Aber es muss doch irgendwo anders auch noch Licht geben, oder? Hier beginnt meine Reise. Hier ist das Licht in der Dunkelheit. Was ist das da? Du stehst auf einer Senkgrube. Oh, es sieht nicht aus wie... Okay, Licht. Zeig mir, was du... Okay. Nein. Das stinkt. Okay, keine Senkgruben, keine umgestürzten Bäume, keine gruseligen Vögel. Hier muss es sein. Hey, komm schon! Wir brauchten einen größeren Platz für den Turbo-Turbo-Boost. Die Pocella-Genehmigung besagt... Ich weiß, was sie besagt! Oh, das Festival eröffnet gleich. Oh nein, so bekomme ich doch nie Kunden. Das Licht in der Dunkelheit. Ich war überall im Licht. Und ich bin immer noch in der Dunkelheit und völlig blockiert von der... Ich brauche dringend einen Snack im Schatten. Oh, hast du auf? Finde das Licht bedeutet, in jeder Situation einen Lichtblick zu finden. Hallo, ihr Bären. Pause von der Hitze gefällig? Komm und hol dir ein Pocella-Gebäck und genieß etwas Abkühlung im Schatten. Schlaue Beere. Was? Warst du die ganze Zeit da oben? Yep. Ich habe leckeren Kohl gekocht. Mhm. Das war der Gestank. Ich weiß ja, super lecker. Das ist meine neueste Eiscreme-Kreation. Gekochtes Kraut- und Marshmallow-Waffel. Mhm. Lecker. Oh, kannst du das woanders essen? Die Pocella-Genehmigung besagt, dass man alles und überall essen darf. Alles ist eine gekochte Marshmallow-Kohl-Eiswaffel und... Naja, den Rest kennt ihr ja. Mhm. Mhm. Reine Geschmacksfrage. Wir haben gerade für Keroyal und die Bärenfeen beim Pocella-Festival eröffnet. Wenn wir die Bärenfeen treffen, bevor sie weiterziehen, folgt mein Beispiel, okay? Bleibt cool. Wir sind jetzt Performer. Wir sind... Schrott! Ihr seid alle Schrott! Kier, wir finden nur, dass es schön wäre, wenn du bei der Probe dabei wärst. Ich brauche keine Probe, Minze. Ich habe schon genug zu tun, damit ihr gut klingt. Es reicht. Du probst nicht, du bist gemein und wir machen die ganze Arbeit. Wenn du so denkst, dann sehen wir mal, wie sich die Bärenfeen ohne Kier Royal schlagen. Ich bin raus. Oh, ihr seid's. Ihr wart unsere Vorband, oder? Ja, das waren wir. Ihr habt schief gesungen. Autsch. Wir brauchen sie nicht. Kirschalotte kann singen. Sie schreibt sowieso die ganzen Songs. Oh nein, 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 nein. Und wenn ich es vermassle? Was, wenn sie mich nicht mögen? Wenn du Angst hast, denk immer daran, dass du die Welt zu einem besseren Ort backst, wenn du einfach du selbst bist. So viel zum Thema cool bleiben. Wer bist du nochmal? Emily Erdbeer. Ja, sie ist immer so.
Aber meistens hat sie recht. Ich weiß, dass du nervös bist, aber Sultan Traube und Minze Sprudel glauben an dich. Wenn ich nervös bin, denke ich an meine Freunde. Mit ihnen an meiner Seite kann ich einfach alles schaffen. Sie hat recht, Kirschalotte. Wir sind bei dir. Es ist schwer, seinen Weg zu gehen und allein für sich zu stehen. Fühlst dich gar nicht wie ein Star. Angst, du selbst zu sein, es ist wahr. Willst deine Stimme haben, deinen Mut nicht gleich verlieren, aber wird dein Lied sie freuen? Oder wirst du's bald bereuen? Find dein Ton. Find dein Ton. Flieg davon, ja, ganz nach oben. Ohne Angst, du wirst es lieben. Sei mutig und denke daran. Find dein Ton. Hast du Angst, dann denke immer daran. Die Welt, sie ist ein schöner Ort, bleibst du nur du. Ja, trau dich und sing laut. Hab den Mut, alles wird gut. Schein hell, leuchte wie ein Stern. Schein hell und leuchte nah und fern. Hast du schon die neuesten Angebote auf der Speisekarte des Lieder-Tottenmanns gesehen? Nö, lass mich raten, es ist alles lila. Ausgefallene Speiseeis, lila Smoothies, lilafarbener Erdbeerkuchen? Das ist alles, was wir verkaufen, nur lila! Was soll die neue Speisekarte? Behandelt man so etwa andere Beeren? Das ist exakt die Art, wie man andere Beeren behandelt. Du willst eine weltberühmte Bäckerin sein? Pfeif auf deine Freunde, klaue ihre Ideen, zerstöre ihre Träume, vernichte ihre Geschäfte. Was übrig bleibt, gehört dir. Das ist grausam. So ist das Leben. Du kannst darüber weinen oder es ausnutzen. Deine Entscheidung. Wie kann der Tortenmann so erfolgreich sein, wenn er so furchtbar ist? Egal, wir kümmern uns später um den Blödmann. Komm und sieh dir Sillys neue Erfindung mit uns an. Es ist in Tatvorrichtung. Macht sich völlig unsichtbar. Deshalb müsst ihr mir helfen, sie zu finden. Okay? Wisst ihr was? Fangt schon mal an. Ich muss erst mal runterkommen. Pfeif auf deine Freunde, klaue ihre Ideen. Zerstöre ihre Träume. Ich muss eingenickt sein. Oh, etwas ist anders. Nun, ich beschwere mich nicht. Es ist schön. Es sind absolut meine Farben. Genau. Wer hat das gesagt? Was? Was ist mit den Wagen der anderen Bären passiert? Du bist passiert, Emily. Du bist eine wahre Erfolgsstory. Wo bist du? Ah, Brot. Heiliger Granatapfel. Sag mal, weißt du warum? Frau Erdbeer, Entschuldigung, ich gehe sofort an die Arbeit. Das war ein bisschen seltsam. Willkommen beim Emily-Eiscreme-Wagen. Wie kann ich... Du bist es! Ich habe eine neue Geschmacksrichtung. Erdbeerzauber. Diesmal ist es besser versprochen. Bonnie? Warum trägst du diese Mütze? Oh nein, trage ich sie falsch? Orangella. Erdbeer-Smoothies für den Emily-Erdbeer-Smoothie-Wagen. Ist das ein Witz? Das würden wir doch niemals wagen.
Kirschbeersoda? Was? Was macht ihr denn alle? Was immer du von ihnen verlangst. Du bist die Chefin von uns allen, Emily. Rosa raucht? Das ist schlecht für die Umwelt. Im Ernst? Das geht zu weit. Wer hat das getan? Sie war es. Also du warst es. Oh. Hey, Kleine. Also, was sagst du dazu? Was ich dazu sage? Also, ich mache mir wirklich Sorgen um den Schnurrbart. Wie konntest du das nur tun? Was meinst du? Das ist alles, was wir uns jemals gewünscht haben. Aber nicht so. Das ist der einzige Weg. Wir haben unsere Freunde im Stich gelassen. Ihre Ideen gestohlen. Die Träume zerstört. Ihre Geschäfte vernichtet. Was übrig bleibt, gehört dir. Also mir. Ich bin so stolz auf uns. Nein! Das ist nicht der einzige Weg. So bin ich nicht. Nein! Ein Traum. Ein Traum. Es muss hier irgendwo sein. Alles ist normal. Eure Wagen sind da. Ihr tragt nicht alle meine Mütze. Die Sonne spricht nicht. Rosa ist gut für die Umwelt und ich muss mir nicht die Oberlippe entern. Und du? Du hast Unrecht. Gemeinsam sind wir stärker. Also unterstütze ich meine Freunde. Glaube an ihre Träume. Höre mir ihre Ideen an und helfe beim Aufbau ihrer Geschäfte. Und kein Schnurrbart. Sei eine bessere Bäre. Lebe im Jetzt. Gefunden. Oh Mann, ich habe überhaupt keine Ahnung, was gerade los ist. Okay. Nein, nein, nein! Huck, was ist los? Es ist schrecklich, es ist vorbei, es ist... Eine kaputte Gitarrenseite, das kriege ich wieder hin. Du verstehst das nicht. Das Poacella-Vorspielen ist heute. Poacella? Das größte Musikfestival der Apfelgroßstadt. Sie suchen nach aufstrebenden Talenten. Der Gewinner darf für Kir Royal und die Bärenfeen eröffnen. Aber jedes Jahr vor dem Vorspiel passiert irgendwas, das meinen Groove ruiniert. Da, 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 ne? Thomas Fall. Ich hoffe, dass niemand etwas Wichtiges zu tun hat. Wenn Sie nach draußen schauen, sehen Sie, dass wir eindeutig einen Unfall hatten. Okay, ja, nein, das ist wirklich Pech. Aber wir können die Gitarrenseite auswechseln. Und senden dir positive Vibes. Und bauen eine Mega-Gitarre, die cool klingt und sich in einen Roboter verwandeln lässt, der singen, rocken, tanzen und jammen kann. Oh yeah! Zu viel? Danke, Bären. Die Gitarre ist nicht das Problem. Ich glaube, ich bin's. Armer Huck, ich weiß, dass er das kann. Wir müssen ihm nur helfen, seinen Groove wiederzufinden. Okay, Bären. Operation Huckleberry. Denken wir uns was aus. Huck, warte! Okay, macht weiter. Du brauchst keine Gitarre, du brauchst nur Unterstützung. Los, komm, ich weiß, dass du es tun kannst. Du fühlst es tief in deinem Herz. Ich singe jetzt mit dir. Zusammen weiß ich, können wir schon. Reicht uns mit wie ein Wasserfall. Klein war Bild, ein Riesenklang. Zusammen können wir schauen. Es erstrahlt unser Gesang. Ja, es ist die Liebe zur Musik. So fängt es an. Ja, wir sind ein Orchester. Alle sind dabei. La 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 la. Klein, la, 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 la,
sowas von großartig. Ihr werdet der Knaller auf dem Poacella sein. Wie hieß eure Band nochmal? Wir sind die außergewöhnlichen Bären. Und wir können es kaum erwarten, auf dem Poacella zu spielen. Ganz im Ernst, ich kann das nicht ohne euch. Die süßen Geräusche der Backstuben. Ich hoffe, dieser Ort ist fleckenlos, wenn ich zurückkomme. Ja, nicht alle Geräusche sind süß. Oh? Keiner da, um mit mir Spaß zu haben. Komm ich gut mit Leuten. Du hörst das auch, oder? Bäre sieht, wie's um mich steht. Könnte ich mich nur befreien. Wer ist denn das? Ein Geist, der echt gut singen kann? Und keine Bäre weiß, wovon ich schein. Ganz versteckt, so tief in mir. Grapefruit! Du hast gesungen? Gar nicht. Vielleicht war es die Katze. Ich wusste nicht, dass du so unglücklich bist. Du kennst meinen Onkel, den Tortenmann. Ja, richtig. Verstehe. Aber wenn du so unglücklich bist, warum kündigst du dann nicht? Honey, Himbeere und Brotpudding sind jetzt deine Freunde. Keiner hat mehr Zeit für mich, außer Onkel Tortenmann. Oh, warum machst du so ein Gesicht? Ich wusste gar nicht, dass Grapefruit so denkt. Aber jetzt, wo ich es weiß, kann ich dafür sorgen, dass jeder mit ihr befreundet ist. Könnte es denn einen perfekteren Job für mich geben? Grapefruit, Grapefruit, hör auf, du bist echt witzig. Wusstet ihr eigentlich, wie lustig Grapefruit ist? Grapefruit, erzähl ihnen, was du gerade... Oh, wo ist sie denn hin? Schon gut, ihr werdet es lieben, mit Grapefruit abzuhängen. Es ist, als würde Grapefruit es nicht einmal versuchen, obwohl sie dieses traurige Lied gesungen hat über... Oh, ihr Lied, das ist es! Wenn dich alle singen hören, wissen sie genau, wie du dich fühlst. Bereit, die Menge zu rocken, Grapefruit? Nein. Überlass das mir. Ich weiß, Emily kann ziemlich anstrengend sein. Sie will sich um alle kümmern. Verstehst du das? Und wenn sie mal ein bisschen drüber ist, kann man es ihr sagen. Sie hört zu. Irgendwann. Ich mag es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Ich will einfach ich selbst sein. Mit Bären, die ich mag. Gut. Brot und ich haben dich nämlich vermisst. Wir dachten, du wolltest mit dem lila Tortenmann zusammen sein. Naja, er ist Familie. Ja, aber Freunde sind die Familie, die man sich selbst aussucht. Was machst du da unten? Ist der Laden schon picobello sauber? Nein. Nein? Was meinst du mit nein? Ich kündige. Wo willst du hin? Zu ihnen? Ich bin der Einzige, der dich versteht. Wir verstehen Grapefruit vielleicht nicht. Ich verstehe sie vielleicht nicht. Aber das ist okay, denn wir akzeptieren sie genau so, wie sie ist. Gut. Ich brauche dich nicht. Ich lande immer auf meine... Au. Grapefruit, du bist die Beste! Zeit für eine Gruppenumarmung, hab ich recht? Du bist ungefähr bei 11 und ich brauche dich so bei 1,5. Keine Umarmungen! Alles gut! Siehst du, sie hört zu. Irgendwann.